ein einfachstatisches System, eine Stahlbetonstütze bzw. einen Bogen mit einem Zugband. Und da wir hier unterschiedliche Querschnitte haben, müssen wir auch das Flächenträgheitsmoment beachten. Dies werde ich an diesem Beispiel erläutern. Als erstes haben wir uns unser statisch bestimmtes Grundsystem ausgesucht. Dann beginnen wir auch schon mit der Berechnung unserer Momentenfläche für dieses statisch bestimmte System. Die sieht wie folgt aus. Und zwar eine Parabel mit an der Stelle QL Quadrat Achtel. Das heißt dann, das ist gleich 43,75 Kilonewton Meter. Und positiv an dieser Stelle. So. Dann müssen wir uns überlegen, wie sind die Auflagerreaktionen. Die Kraft, weil es eine Linienlast ist, geht gleichmäßig links und rechts in die Auflager, sodass wir dann hier 17,5 kN haben und hier 17,5 kN, so dass wir dann sagen können, das ist A vertikal und das ist B vertikal. Horizontal haben wir aus dieser Belastung nichts. Und jetzt gilt es noch zu überlegen, wie ist der Querkraftverlauf. Die Auflagekraft kommt von hier unten und drückt das hier auf 17,5 hoch in dem Riegel. Hier geht diese Kraft als Normalkraft ein. Und dann kommt die Linienlast, die das dann gleichmäßig nach unten drückt. Hier ist es noch positiv, hier negativ. Dann kommt wieder die Auflagekraft und drückt das dann hier auf 0. So, jetzt noch N0. Und zwar sieht das so aus, dass wir hier 17,5 drin haben. Negativ und hier an dieser Stelle auch. Das heißt hier minus 17,5 jeweils. So, jetzt können wir auch schon hingehen und überlegen, wie sieht denn unsere Momentenfläche 1 aus, aus der Belastung dieser Kraft. Wir haben das Zugband durchgeschnitten, um ein statisch bestimmtes System zu bekommen und dafür dann jeweils eine Kraft 1 an den Enden angesetzt, sodass wir dann einen Momentenverlauf haben, und zwar wenn hier diese Kraft angreift, dann haben wir hier einen Hebelarm von 4. Und so dass wir dann hier ein negatives Moment reinbekommen und hier, das dann durch die biegesteife Ecke hier oben sich nicht abmindert, auch negativ ist. Hier haben wir jeweils minus 4 und alle Flächen negativ. Die V1 Kraft sieht dann wie folgt aus, und zwar haben wir hier eine negative Kraft. Um das mal zu verdeutlichen, zeichnen wir das mal so an. Eine negative und eine positive Kraft. Und zwar jeweils 1. So, dann haben wir N1. Oh, das sollte nicht in Blau sein. Jetzt haben wir N1. Sieht dann wie folgt aus. Wir haben, ich zeichne das mal nach oben hier, konstant die Kraft minus 1 drin. Und hier unten haben wir plus 1 in diesem Band. So dass die Verläufe jetzt damit klar sind.
jetzt gilt die Fragestellung, wie bekommen wir die Biegesteifigkeit des Rahmens in Relation zur Dehnsteifigkeit des Zugbandes und die verschiedenen Trägheitsmomente untereinander in Relation. Als erstes sagen wir mal, dass IR ist gleich unser IC. IC ist unser Zug und zwar ist das 40 Kreuz 80, also 40 mal 80 ist der Querschnitt, davon das Flächenträgheitsmoment und somit wird dann IR durch I Stütze oder Stiel wird dann zu IC, zu IST und damit, weil die gleiche Breite haben, aber eine unterschiedliche Höhe, wenn man dann die Flächenträgheitsmomente einsetzt, dann kürzt sich 12 und die Breite raus, sodass wir dann erhalten 80 hoch 3 durch 70 hoch 3 und das ergibt dann 1,493. Jetzt müssen wir uns das mit der Biegesteifigkeit und der Dehnsteifigkeit überlegen und zwar wäre das ja dann E von unserem Riegel mal dem Flächenträgheitsmoment geteilt dem E-Modul, also E-Modul vom Beton natürlich, beziehungsweise Betonstahl und also Stahlbeton. Jetzt dann das E-Modul des Stahls mal der Fläche des Zugbandes aus Stahls. So dass wir dann, wenn wir einsetzen, 3,0 mal 10 hoch 3 für das E-Modul mal dem Flächenträgheitsmoment 12 geteilt durch E-Modul von Stahl mal 8 Quadratzentimeter. Das war ja die Fläche, die haben wir oben angegeben in der Zeichnung mit 8 Quadratzentimeter und 40 mal 80 Breite mal Höhe steht ja auch oben in der Zeichnung drin, so dass wir dann, wenn wir das ausrechnen, 3,05 mal 10 hoch 4 Quadratzentimeter erhalten oder 3,05 Quadratmeter und mit diesen ausgerechneten Werten können wir dann weiterrechnen. Und zwar müssen wir ja dann einmal die Belastungssituation äußere mit der angesetzten Kraft überlagern. Das wäre dann Delta 1,0 und das ist unser IC diesmal. Sonst haben wir es einfach nur bei I gelassen, aber diesmal ist das IC, sodass wir dann das Integral 0 bis L haben, also bis 10 Meter oben im Riegel und dann M0 mal M1 mal DS. Jetzt überlagern wir eine Parabel mit einer Rechtecksfläche und müssen uns dann den Wert aus der Tabelle raussuchen. In diesem Fall ist er dann 2/3 mal im Moment von der Belastungssituation M0 mal minus 4 aus der Belastungssituation M1 mal unseren 10 Meter Länge für unseren Riegel. Somit erhalten wir minus 1067 Kilonewton Kubikmeter. Dann jetzt etwas schwieriger, die Belastungssituation 1,1 und zwar haben wir da folgende Integrale 0 bis Höhe h im linken Stiel beziehungsweise auch im rechten, also zweimal und zwar haben wir da m1 zum Quadrat mal ic durch ist mal ds plus dem Integral 0 bis l oben im Riegel und zwar haben wir da m1 Quadrat mal ds, weil der Riegel war ja unser
Vergleichsflächenträgheitsmoment da, deshalb setzen wir das dann da nicht ein. Jetzt noch die Normalkräfte berücksichtigen, und zwar haben wir da in der Normalkraft ja das Integral 0 bis L. So. Die Normalkraft, die da reinkommt, und da müssen wir dann N1 und mal, jetzt kommt das mit der Steifigkeit, mal IC. Wir haben ja da eine unterschiedliche Steifigkeit mit drin. Deswegen müssen wir die auch berücksichtigen. So sieht das aus. Also den Normalkraftanteil nicht vergessen. Jetzt eingesetzt ergibt das dann zweimal. Hier haben wir dann ja auch den Vorfaktor, so wie hier bei K, haben wir hier für gleiche Momentenfläche, und zwar zwei Dreiecke, dann ist das da ein Drittel. Dann minus 4 zum Quadrat für die Momentenflächen jeweils mal IC durch IST ist 1,493 mal der Länge. Plus unser Moment oben ist ein Rechteck, also 1 mal minus 4 zum Quadrat. Bei gleichen Rechteckflächen ist das K, was hier dann eingefügt wird bei dem Schritt nach dem Integral 1, deshalb das, und dann mal der Länge. Oh, wir haben hier einen Fehler drin, und zwar muss das 4 sein, weil die Riegel an sich sind ja 4 Meter hoch und nicht 10 Meter lang, die Stiele, Entschuldigung. Und hier haben wir den Riegel, deshalb die 10 Meter dort. Jetzt die Normalkraft ist wieder oben bzw. unten im Band, und das ist 10 Meter lang. Deshalb haben wir 0 bis L das Integral. Hier hatten wir 0 bis L und hier 0 bis H. Deswegen die 4 Meter ist H, das ist die Höhe. Und hier sind die 10 Meter L die Länge. So bekommen wir dann hier, und zwar haben wir Normalkraft auch zwei Rechtecke, deswegen 1 als Faktor, und die Normalkraft wäre minus 1 zum Quadrat mal, das haben wir ausgerechnet, ist 3,05 Meter mal 10 Meter. Das dann ausgerechnet bringt uns dann auf 254 Kubikmeter. Jetzt setzen wir das in die bekannte Formel ein, x ist gleich minus Delta 1, 0 durch Delta 1, 1, sodass wir dann erhalten minus 1067 geteilt durch 254 ergibt 4,59 Kilonewton. Ja, und damit können wir uns jetzt die anderen Kräfte jeweils ausrechnen. So, um jetzt die endgültigen Auflagerkräfte zu berechnen, brauchen wir die Auflagerkraft von 0 plus x1 mal Auflagerkraft von 1, sodass wir dann einsetzen und erhalten 17,5 plus 4,59 mal 0 ist gleich 17,5 Kilonewton, und das ist auch BV. So, dann haben wir AH ist gleich AH0 plus X1 mal AH1 ist gleich 0 plus 4,59 mal minus 1 ergibt minus 4,59 Kilonewton. So, jetzt interessiert uns noch das Moment bei der Höhe H. Und das ist dann das Moment bei der Höhe h von 0 mal x1 mal den Moment bei der Höhe h von der Position 1 beziehungsweise von der Belastungssituation mit der Kraft 1.
Und wir erhalten 0 plus 4,59 mal minus 4 ist gleich 18,36 Kilonewtonmeter minus. Dann interessiert uns noch bei Feldmitte, also bei ML halbe, dann haben wir M0 oder M, um das so wie oben beizuhalten, M halbe aus der Situation 0 plus x1 mal ML halbe aus der Position 1, sodass wir dann haben 43,75 plus 4,59 mal minus 4. Das ausgerechnet ergibt 25,39 Kilonewtonmeter, sodass wir dann einen Momentenverlauf einzeichnen können. Und zwar sieht das so aus, dass wir hier bei der Höhe h und in der Mitte das ausgerechnet haben, sodass wir dann einen parabelförmigen Verlauf zeichnen können. 25,39 hier oben minus 18,36 minus 18,36 durch die biegesteife Ecke. Haben wir das hier auch, minus und hier ist positiv. Das wäre dann der Momentenverlauf. Als nächstes wäre noch interessant die Querkraft und die Normalkraft. Ja, dann die Querkraft bei der Höhe h wäre dann die Querkraft 0 Höhe h, x1 mal der Querkraft Höhe h aus der Situation 1. Dann erhalten wir 0 ist gleich, oder 0 ist gleich 0 plus 4,59 mal minus 1 ist gleich minus 4,59 Kilonewton. Und L gleich 0 interessiert uns auch noch. Dann wäre aus der 0 x1 mal v1. So, dann haben wir nämlich 17,5 plus 4,59 mal 0, also da 17,5 Kilonewton. Die Normalkraft muss man eigentlich nicht errechnen, sodass wir dann den Verlauf angeben können. Und zwar V sieht dann so aus, dass wir, zeichnen wir es mal blau ein, hier minus 4,59 haben und hier eine positive Fläche 4,59 und hier oben sieht das so aus, dass wir positiv und negativ 17,5 haben. Die Normalkraft sieht dann wie folgt aus. Normalkraft im Rahmen. So, hier unten haben wir dann das Band. Hier läuft die Kraft so, 4,59 minus 4,59 und hier haben wir die auch so verlaufen. Das ist das minus 17,5 und minus 17,5 sind. Ja, damit wäre die Situation geklärt. Schnittkräfte sind berechnet und Auflagereaktionen und das einfach statisch unbestimmte System ist gelöst.